Hallo und wunderschönen guten Tag. Es ist wieder angerichtet zu einer neuen Runde Let's Play World of Tanks. Und heute haben wir hier den Udes am Start, eingesandt von Kaito001. Vielen Dank an dieser Stelle. Auf der Karte war die und er ist nicht alleine. Er hat auch noch den M4190GF als sein Wingman dabei. Sind wir mal sehr gespannt, was er hier reißen kann. Und wohin er auch fährt, ist ja auch immer so ein spannender Part. Er ist hier als Verteidiger am Start. Udes ist übrigens so einer der Highlight-Panzer dieses Tech-Trees in meinen Augen. Klar, er hat nicht so wirklich Panzerung, dass mal was bounced, aber er ist so agil und hat so einen tollen Tarnwert. Das macht einfach echt richtig, richtig Spaß. Und außerdem ist die Kanone zumindest in der Höhe mal verstellbar. Das heißt, wenn mal jemand nachfährt, ist es mal ganz angenehm, dass man dann da auch wenigstens mal schießen kann, ohne dass man immer in den Fahrmodus bzw. den Belagerungsmodus geht. So, jetzt schauen wir mal, was er hier reißen kann. Auf jeden Fall mal die Stelle auf J0 ist jetzt gar nicht so häufig zu sehen. Sonst sieht man hier gerne mal eine Arti stehen. Der erste ist schon bounced. Der zweite auf den gegnerischen Bulldog, der hat schon mal gut gesessen. Und natürlich hat man mit diesem Panzer den allerbesten Sniper, den man sich vorstellen kann. 404 Schaden, denn der Durchschlag ist einfach sensationell. 288 und das ist normal. Und wenn das nicht reicht, der kriegt mit Premium 330. Und das ist einfach jedes Mal wieder eine Wucht. Schöner, schneller Reload, genaue Kanone. Und dieses Setup sollte man auf jeden Fall mit Scherenfernrohr und Tarnnetz immer fahren. Denn im Belagerungsmodus, selbst wenn er hin und her dreht, bleibt beides aktiv. Ganz, ganz wichtig. Sehr schön, auch nochmal dem Revolurisé eine in die Seite gegeben. Hier jetzt natürlich erstmal entspannt bleiben, jetzt keinen Stress, keinen Trubel, dass da der Gegner nicht noch kommt. Klar, der muss angreifen, das heißt, als Verteidiger sollte man ab und an auch wirklich einfach dran denken, dass der Gegner schon kommen wird und Geduld mitbringen. Besonders interessant wird auf jeden Fall die 9er-0er Linie, denn da ist so keiner von seinem Team, der da irgendwo spottet. Und da taucht doch schon der erste auf, kaum sage ich's, kommt da der Bulldog daher. So, und jetzt kommt hier panzerungstechnisch auch für 288 Durchschlag ein ordentlicher Gegner daher. Aber ich wollte gerade sagen, erstmal jetzt vielleicht den Bulldog weiterhin beschießen. Und jetzt hier für den Turm, aber leider kein Durchschlag. Aber jetzt hat er gesessen. Und wie gesagt, den M41, den sollte er wegmachen, sofern er den mal irgendwann bekommt. Oh, nochmal. Ja, jetzt natürlich mit Premium. Da macht der Type 4 mal gar nichts. Das ist eine ganz unangenehme Situation eigentlich für diesen sehr guten, schweren Panzer. Denn mit diesem Wahnsinnsdurchschlag hat er einfach keine Chance und er sieht ihn natürlich auch einfach nicht. Und da war es schon. Einfach durch den Turm gerotzt. Kein Problem. So, der M41 hat jetzt auch keine Lust mehr. Wollte er da abhauen, aber die lässt er gar nicht erst wegkommen und macht seinen zweiten Kill mit 3444 Damage. So muttert. Hier
ein wenig vorverlagert. Sein Mate im 41,90 ist da jetzt auch. Vielleicht ein bisschen, was der da spotten kann. Und da ist auch schon der Action-X. Oh, der hat jetzt mal erstmal von ihm die Begrüßungsstelle und dann hat nochmal jemand richtig nachgesetzt. Wahrscheinlich der RV. Und er macht's aber am Ende des Tages klar. So, und jetzt wollte er gerade wegfahren, merkt aber der Hoppala, der Löwe. Für dich gehe ich. Geht da eigentlich aufs Laufrad vorne drauf. Aber, oh, ja, damit hat es sich wohl für den Löwen erledigt. Der hat einfach mal einen Purzelbaum geschlagen, ohne dass er wahrscheinlich wieder auf die Ketten gekommen ist. Oh, da ist er wieder. Der steht wieder. Ja, Wahnsinn. Der Löwe, echtes Kämpferpotenzial. Kämpferherz, der junge Mann. Aber das bringt jetzt nicht wirklich viel. Jetzt muss er, kommt er vielleicht außerhalb der Drawing Range. Aber einen kriegt er wahrscheinlich auf jeden Fall noch mit auf die Reise. Und jetzt hier der 4400. Ein Panzer, der wahnsinnig geil in der Drehung ist. Also mit dem kann man richtig toll Gegner circlen. Aber wenn er gekettet ist wie hier, circelt der mal gar nichts mehr. Also so eine Runde wie hier kommt natürlich dem Udis entgegen. Denn ja, ihr müsst einfach nur Tontauben schießen. Eine schöne Stelle haben, wo ihr nicht aufgeht und dann die Panzer gespottet bekommt. Dann läuft das auch. So, jetzt muss er da aufpassen, dass der 54 Light ihn nicht aufmacht, aber ich denke mal, er macht jetzt erstmal den Löwen weg. Genau sieht's aus. Vierter Kill. So, jetzt der Panther. Der denkt ja, er wäre da sicher. Aber er hat hier so ein ganz Fitzelchen, den er eigentlich da beschießen wollte. Aber ja, der ist natürlich da schon sehr schwierig zu treffen. Und das denkt er sich jetzt auch. Deswegen wird hier nochmal ein bisschen umgelegt. In dem Belagerungsmodus mit seinem 5 km/h. Das ist so das einzig sehr Unangenehme, dass er hier so langsam ist. Aber egal, jetzt hat er sich in Position gebracht und jetzt bekommt der WZ da auch sein Fett weg. Ja, der WZ hat jetzt nochmal einen rausgehauen, aber ich denke mal, jetzt macht er ihn oder er wird gemacht. Kein Problem. Und jetzt noch der E4. Aber auch der bekommt sofort seine Schelle. Und jetzt ist der letzte Verbliebene, der WZ 111-1-4. Und dann geht die Verteidigung mit einem 14 oder 15 zu 6 wahrscheinlich zu Ende. Vielleicht nimmt er noch einen mit. Jo, der 41-90, der wollte noch mal einmal da einen raushauen. Und er wäre jetzt auch noch drauf gesprungen. Ja, war trotzdem mal eine richtig schöne, sehenswerte Runde. 7591 Damage, es hätte fast für die 15er Mission gereicht, die er gehabt hat, aber ich glaube, das war schon sehr ordentlich. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.